Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival am Tag 50 auf dem Nachmittag. Oh, gerade fahren, was machst du hier drin? Aber ich habe dich ja extra hier reingelassen. Jetzt, nee, ich wollte nicht dich. Nein, okay, ich bin schon weg. Geh bitte wieder raus. Geh bitte. Was habe ich sie denn machen lassen? Ach ja, genau. Nein, ich habe total vergessen, vom Realismus her. Ja, Entschuldigung. Das werdet ihr heute bestimmt noch alles bemeckern und bemängeln, weil ich habe doch gesagt, ich mache das jetzt hier immer alles extra und so und ach Mann. Zu Recht würdet ihr mit mir meckern, muss ich gestehen. Habe ich total vergessen, den anzuschalten, verdammerig. Ah, cool. Jetzt ist natürlich die Frage, eigentlich müsste er doch weniger verbrauchen, wenn ich die einfach mal alle ausschalte vorher, ne? So. Steht bloß leider nicht da, was er so verbraucht. Hm. Wir könnten hier aber nochmal nachfüllen, während er verbraucht. So, dann ist die Geschichte endlich mal leer und wir können die weghauen. Und tschüss. Schön recycelt. Halt. Ich wollte noch. Wo sind sie denn? Ach, schon im Inventar. Sehr praktisch. Gut, dann haben wir alles, was wir brauchen. Dann schleichen wir es nochmal rüber. Was sagen Hunger und Durst? Na gut, Durst könnten wir nochmal ein bisschen gegen ankämpfen. Dann können wir heute an Tag 50 nochmal ein bisschen weiter klöppeln da drüben. Und dann werden wir uns mal darum machen, dass wir die Hütte abreißen werden und die woanders hinsetzen, wo der Scott halt ganz getrost weiter abholzen kann. Damit wir noch mehr Branches bekommen. Guck jedes Mal, ob hier noch Branches rumliegen. Jedes Mal. So, gießen müssen wir dann wahrscheinlich auch nochmal heute. Werden wir dann gleich mal nochmal machen hier. Jetzt muss erstmal hier noch so viel wie möglich fertig bauen, bevor es dunkel wird. Und dann würde ich gerne noch kurz gießen. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Ah, dauert schon ziemlich lange, so ein Ding hier zusammen zu klöppeln. 20 Minuten jeweils. So, wie viel Mats haben wir noch? Wir könnten uns jetzt noch drei könnten wir noch mit A 20 Minuten. Das wird ein bisschen klapperig hier mit dem Gießen noch dazu. Pass auf, das Gießen mache ich mal zuerst. Wenn wir dann überhaupt gießen müssen, denn es sieht gerade jetzt nicht so aus. Scheint alles noch nass zu sein. Obwohl, hier müssen wir nochmal. Ja, hier müssen wir nochmal. Obwohl es jetzt natürlich sein kann, dass es das ist, was ihr meintet wegen der Tomato Seeds, dass man die nicht in den Boden pflanzen sollte. Hat er jetzt alles auf einmal gegossen? Okay. Dass man die zwar pflanzen kann, aber dass die nicht wachsen. Das kann jetzt natürlich auch sein. Was mir aber schon geschrieben wurde, sie sind halt immer noch so unergiebig. Wie vorher auch schon. Sehr praktisch. Habe ich ja schon fast versehentlich gut gebaut. Dass die halt immer noch nicht so ergiebig sind, dass man die A erstmal grillen muss, weil man ansonsten eine Lebensmittelvergiftung bekommt. Und dass man gefühlt davon 20 essen muss, um satt zu werden. So. Vielleicht geben wir hier nochmal einen kleinen Schuss Wasser drauf, weil Tomaten brauchen ja eigentlich viel Wasser. Ne, die wachsen. Sie wachsen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da ist ein kleiner Trieb nach oben geschossen. Dann wachsen die ja schon schneller als der Mais selber, wa? Cool. Gefällt mir. So, hau die Gießkanne hier wieder hin. Sehr schön. Dann haben wir nämlich jetzt noch die Zeit, um hier noch zu klöppeln. Klöppel die, klöppel da. Oh, hat er sich doch wieder verzählt? Natürlich. Warum auch nicht? Nein, das geht nicht. Ich dachte mit ein bisschen Anlauf, aber falsch gedacht. Einfach mal falsch gedacht. Habe ich ein Blatt aufgesammelt, oder? Doch nicht. So, wenn wir schon mal hier sind, nehme ich jetzt noch die Baumstämme hier mit. Dann sieht das hier auch irgendwann mal wieder ein bisschen ordentlicher aus. Oh, Branch. So, bei mir ist übrigens immer noch der 29.02.2020, für die, die es wissen wollen, wann ich sowas hier aufnehme. Das Schaltjahr 2020. Ist auch schon wieder voll. Randvoll ist er schon wieder. Entschuldigung. Nochmal gucken, ob wir hier irgendwo noch einen Branch finden, aber es sieht schlecht aus, ne?
Oh, sieht schlecht aus. Okay. Ich bin jetzt echt noch ein bisschen am Überlegen, wo ich denn die nächste Hütte hinsetze. Ich meine, ja klar, vorne im Weißen Haus, da haben wir noch sehr, 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 sehr viel. Oh, Feder. Nein, können wir nicht aufnehmen. Können wir was weglegen? Wir könnten mal das hier machen. Dann können wir nämlich auch die Feder aufnehmen. Wir hätten vorne am Weißen Haus noch sehr, 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 sehr viele Bäume. Aber gleichzeitig, muss ich gestehen, sieht mir das hier hinten auch sehr verlockend aus, direkt da, wo die Hühner sind. Zum einen können wir sie dann besser fangen, wenn hier weniger Bäume stehen. Und zum anderen, meine, optisch ist das jetzt nicht so wichtig, wenn jetzt hier noch so viele Bäume stehen, ne? Auf der anderen Seite könnte man dann noch wieder sagen, dann kann er direkt hier schon wieder outsourcen. Schau mal, guck, die Bäume, die ich mit dem Hammer angeschlagen habe, sehen jetzt aus, als hätte ich sie mit der Axt angegriffen. Ist ja schön, dann drehst du dich einmal um, sind wieder Branches da. Vielleicht müssen wir das Gott gar nicht losschicken. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt hier noch so ein paar Mal hin und her laufe. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Könnte ich ja mal gucken, ne? So, 4, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 50. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet, verzählt habe, bin heute irgendwie nicht ganz so auf der Höhe, muss ich mal gestehen. Oh, ist jetzt nicht wenig, was wir da noch brauchen. Oder wir sagen ihm, er soll da oben am Hügel. Ich glaube, das ist eine Idee. Da oben am Hügel, also da so, an der Straße dran. Da könnte man ihm so eine Hütte hinpflanzen. Da kann er sich gerne austoben. Dann kriegen wir ein bisschen bessere Sicht vom Baumhaus aus, beziehungsweise oben vom Dach aus. Ja, bist du fertig, Mäuschen? Gucken wir mal, ob du das so fein gemacht hast. Ja, ist fertig geworden. Sehr schön. Dann darfst du jetzt in deinen wohlverdienten Feierabend gehen. Wir machen hier vorsichtshalber zu. Dann hier auch noch. Dann legen wir noch schön unsere Stämme wieder weg. Bin auch gespannt, wenn er da oben am Rumholzen ist, ob die Sachen den Hügel runterrollen und dann einfach alle im Wasser landen oder nicht. Wir werden es rausfinden. So. Die übliche Tagesroutine, Inventar aufräumen, schlafen gehen. Obwohl, vorher noch was essen und trinken, denke ich mal. So. Ach Quatsch, Mensch, hier die Federn. Können wir noch mal ein bisschen. Können wir immer noch nicht, stimmt. Oh, man sollte auch mal dezent den Generator langsam ausschalten. Und da habe ich doch schon wieder vergessen, dass ich das Carport jetzt öfter benutzen möchte. So ein kleinen, ja, Auto-Akrobatik-Sport entwickeln sozusagen. Also mit dem Auto Akrobatik machen. Natürlich mit B-Notenbewertung, mit Landung, Kunstform und so weiter und so fort. Da seid ihr natürlich dann die entscheidende Jury sozusagen. Mit wem hatte ich das denn? Ich glaube, mit Joey hatte ich das Thema in den Kommentaren. Kann mich auch irren, für den Fall der Fälle, dass ich mich jetzt irre, tut's mir leid. Aber ich fand die Idee generell nicht verkehrt. Dass ich jetzt doch immer wieder versuche, hier einzuparken. Pass auf, das machen wir jetzt. Vorher natürlich immer speichern. Ja, spring nicht zu hoch, mein Freund, sonst tust du dir wieder weh. Der Weg frei, ja. Vielleicht finden wir noch ein, zwei Branches hier oben, wenn wir jetzt eh schon mal hier hochlaufen. Aber ich habe das Gefühl, seitdem ich die Bäume da weggehauen habe, sind hier deutlich weniger Branches, die auf dem Weg liegen. Oh, Feder! So. Da liegt noch ein Branch. Ich glaube, das war gerade eine Blaubeere, oder was war das hier? Nee, war bloß ein Blatt. Feder, sehr schön. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So, jetzt gehen wir einparken. Essen wir was, trinken wir was. Ich sollte vorsichtshalber nochmal speichern, weil ich jetzt gerade die Sachen aufgesammelt habe. Warten wir noch kurz, dass der Save Point fix ist. So, ab geht er. Platz da, Mats da. Nicht so schnell, mein Freund.
Na, was meint ihr? Was ist das in der B-Note? Apropos Blaster Mazda, was ist das eigentlich für eine Marke? Eine Müsste-Weil-Marke. Okay, hätte ja sein können. Ja. Wehe, das geht jetzt nicht. Geh jetzt selber im Weg. Ich stehe mir wieder selbst im Weg. Brech mal ab. Geht nicht? Doch, mit Escape. Komm schon. Er sieht das nicht als Baufläche an. Deswegen kann ich es nicht hinsetzen. Und es geht leider nicht, dass ich das mit einem Scrollen irgendwie versetzen kann. Und ich kann mich halt währenddessen höchstens ducken, aber nicht per WASD hin und her bewegen. Jetzt wird es natürlich ganz tricky. Ja, er sieht die Dinger hier nicht als Baufläche an. Ich klicke jetzt auch schon wild hier rum in der Hoffnung, dass es funktioniert, aber. Gut, ihr Lieben, damit hat sich das Thema auch erledigt. Jetzt hätte ich fast speichern gedrückt, das wäre jetzt ganz fatal gewesen. Dieses Spiel, manchmal, ne? Manchmal, da möchte man, ne? Aber gut. Ich probiere es noch einmal. Dann ein bisschen langsamer sozusagen. Aber wenn er jetzt wieder einen Überschlag macht und dann direkt drin landet im Wasser, dann haben wir echt ein Problem. Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, wenn er auf den Füßen landet, dass ich aufs Dach springe und einfach einsteige ins Auto und losfahre. Das wäre noch okay. So, pass mal auf, ich laufe gleich rum, ja. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen anders. Ups, nee, das war falsch gedacht. Ja, ich lock gleich zweimal rum. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber nee, ich glaube, das war jetzt nicht so der Renner. Vielleicht rückwärts? Wir müssen auch wieder raus aus dem Ding, ne? Moment. Ja, komm, ich meine, drei Räder sind drauf, ne? Hat funktioniert. Bloß das mit dem Rumlaufen wird jetzt schwierig. Okay. Einmal. Oh, das geht. Oh. Auf den Dingern geht das. Das ist sehr interessant. Muss, glaube ich, dreimal rumlaufen, ne? Das ist so interessant, weil dann könnten wir das hier hinten doch machen. Dass man von hinten rauf kann ins aufs Haus. Dann würde ich mir sogar ehrlich gesagt, weil es einfacher ist, da das mit der Wendeltreppe ersparen, dann hier einfach mal drüber hüpfen, hier drauf gehüpft und dann die Treppe hoch. Ich hoffe, man kann dann nochmal extra die Treppe hochhüpfen. Wisst ihr was, ihr Lieben? Das möchte ich jetzt wissen, ob das funktioniert. Dann haben wir hier so eine Art Rondell. So. Oh, hätte ich das gewusst, dass das wirklich so gut funktioniert, dass man da hochhüpfen kann? Macht das mal lieber zweimal so. Damit wir da erstmal raufhüpfen und noch eine Standfläche haben. Huch, nee, das ist falsch. Heißt zwar dann zeitgleich auch wieder, dass wir dann wieder Erde schippen müssen. Aber ich muss gestehen, das ist es mir wert. Das erspart uns nämlich hier drüben eine enorm, wirklich enorm aufwendige Wendetreppe, die ich dann aus diesen Dingern gebaut hätte. Da meine Robinsche Wendeltreppe ja schon als hässlich befunden wurde. Oh, ich glaube, das machen wir. Aber Inventar ist ja jetzt fast leer. Dann essen wir noch kurz was. Und dann würde ich drum schon mal die Hütte abreißen. Ich glaube, die Zeit haben wir noch dafür, oder? Obwohl, wenn ich jetzt gegessen habe.
Ist da immer noch ein bisschen blöd mit der Treppe, dass die da halt so ein bisschen verbuggt ist? Aber lieber mache ich da nur einen Hüpfer, also einmal klettern und einmal hüpfen, als wenn ich den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigt bin, da irgendwelche Tische hochzuspringen. Wir müssten demnächst auch mal wieder Wasser aufsetzen, aber ich glaube, reicht das jetzt noch zeitlich? Na, nee, komm, machen wir gleich morgen früh als erstes. Wenn wir das abgerissen haben und gebaut haben. Können wir uns um den Aufstieg da kümmern bei der Treppe. Das scheint mir gerade derselbe Bug gewesen zu sein, den ich hatte, als ich vom Dach gesprungen bin. Da ist er deutlich weiter geflogen, als er jemals hätte springen können. Oh! Die zweite ungestörte Nacht in Folge. Schön. Tag 51. Melvea, such dir schon mal ein Spiel aus, was du Let's Playen möchtest. So. Alle ab. Gut, damit haben wir jetzt mehr oder weniger unsere Verletzung verschlafen. Jetzt bin ich nur am Überlegen, soll ich das Ding jetzt wirklich abreißen oder bauen wir einfach ein neues? Ich meine, die Mats haben wir. Obwohl Nägel nicht. Mit Nägel könnte es ein bisschen schwierig werden. Nee, komm, ich hau das Ding jetzt weg und fertig ist. Genau, was drin gelassen? Nee. Klick hier, ein Blatt. Und drauf lag gerade ein Stein. Ja, aber gut, ansonsten nichts. Weg damit. Sieht zwar schön aus, so als kleines Farmhaus. Ja, okay. Aber sind wir ehrlich, wir sind ressourcengeil. Wir sind ressourcengierig und geizig und was nicht alles. Da wollen wir die natürlich auch wiederverwerten, wenn sie aktiv nicht benötigt werden. Sollten jetzt hier wirklich langsam mal wieder Bäume nachwachsen, also effektiv nachwachsen. Oh, das war ein schöner ordentlicher Stapel, danke. Dann ist das wieder ein anderes Thema. Dann würde ich sagen, ich lasse die stehen, um halt zwischendurch den Scott wieder loszuschicken, dass er die Bäume mal wieder reduziert. Lag hier nicht gerade noch ein kleiner Haufen an Nägeln? Nee, habe ich mich vergübt. Wir haben aber noch Platz für weitere Sachen. Wir essen auch noch ein kleines Frühstück. Trinken noch einen Schluck. Ja, es wird nicht reichen von dem Mats hier für eine neue Hütte. Aber wir haben einen Teil wenigstens zurückbekommen. Dafür, dass wir sie aktiv nicht mehr benötigen. Ja. Na gut, komm, wenn du schon mal hier bist, guckst du nochmal nach Branches, ob sie hier irgendwo auf dem Boden jetzt nochmal rumliegen vielleicht. Die ganzen Blätter hier, die könnte ich ja dann später für die Hühner direkt schon mal einsammeln und so eine kleine Holzkiste packen. Die, wie ich ja schon mittlerweile weiß, dank eines Kommentars von Joey, in der Stadt im Regal habe stehen lassen. Genauso wie mein Hocker. Fällt mir gerade natürlich wieder ein, wo mein zweiter Hocker ist, natürlich auch im Auto. Okay. Haben wir noch ein bisschen Platz? Sieht gut aus. Dann haben wir das hier hinten endlich mal aufgeräumt bekommen? Naja, fast. Fast vollständig aufgeräumt. Sehr schön. Laufen wir jetzt aber hier lang, weil hier liegen ja gerne mal Branches rum. Und tun einfach nichts. Da vorne zum Beispiel. So. So, wir haben gelernt, wir drehen uns einmal um und sehen keine neuen. Okay. Oh, hier aber. Oh, habe ich auch die Aufnahme gestartet? Ja, sehr praktisch. Wäre unpraktisch, wenn nicht. Na, guck mal hier. Hier kommt da schon einiges an Branches zusammen. Vielleicht müssen wir Scott noch nicht mal wirklich outsourcen. Muss halt nur immer wieder mal hier rüberlaufen. Das habe ich gar nicht nach dem Acker geguckt, ob ich hätte gießen müssen. Natürlich blöd. Das Problem ist, diese Hütte, die dauert ja auch nochmal 8 Stunden, oder? Ja. Und dann müssen wir hoffen, dass wir nicht mitten im Nebel wieder rauskommen. Ich überlege gerade, waren das 30 oder 50 Meter, was die Hütten an Reichweite hatten, Aktionsreichweite für die Einwohner, also in dem Fall NPCs. Ich glaube ungefähr so wie ein Generator mit 30 Meter, ne? Und laufen jetzt einfach mal hier hoch und dann soll er sich da mal ein bisschen austoben, der Jutta. Da noch ein bisschen weiter weg.
Weil ich halt nicht möchte, dass er mir da unten ringsherum alles wegmacht. Nur so ein Teil. Guck mal, ich denke hier, ja, doch, hier sieht es ja ganz gut aus. So, können wir schon mal ein Teil reinhauen, wenn wir einen Hammer dabei hätten. Warum kann ich da keinen Vorschlaghammer für nehmen? Muss das so ein kleiner Hammer sein? Weil mit einem Vorschlaghammer kannst du ja auch so ganz dit machen. Es geht auch mit Gefühl. 20 Nägel haben wir noch. Die 10 Components könnten knapp werden. Und 20 Bretter haben wir auf jeden Fall auch noch. Ich glaube, 10 Components haben wir dann leider doch nicht mehr. Die Bäume schmeißen mittlerweile mit Ästen wie Speere. Oh, apropos Speere. Das wird dann der sein, der mir anno dazu mal irgendwann abhanden gekommen ist. Den ich dann ewig 3 Tage gesucht habe und dann nicht gefunden habe. Dann ist der bis hier runter errollt. Oh, jetzt bin ich schon komplett voll hier. Pass auf, kriegen wir hin. Oh, Alter, das Holzlager sieht aus. Die Schmiede hat eine Wurst gelegt. Eine Holzwurst. Obwohl, ich sehe gerade, ich glaube, wir haben exakt noch 10 Components. Mit den 2, die ich jetzt hier durch den Abriss bekommen habe. So, und was in der Luft hängen geblieben? Diesmal nicht. Weiß nicht, den Speer brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich ihn schon mal habe, also jetzt endlich nach so vielen Tagen wiedergefunden habe, möchte ich ihn auch wieder haben. Und wir können halt gleich noch die Benches hier mit einsammeln, was auch sehr praktisch ist. Hier war noch ein 2. Wo ist der hin? Ich hab's ganz genau gesehen. Da war noch ein 2. Dämmerig. Ja. Gut zu wissen, dass random Items auch respawnen können. Oder ich bin schon wieder 20 Mal dran vorbeigelaufen und hab's nicht gesehen. Na gut, dann ist es halt so. Bin so gespannt, ob ich mit dem Auto da wieder rauskomme. Das machen wir am Ende der Folge nochmal. Wupp, alle hopp. Und zack, die Bombe. Nochmal reingelumscht. Aber exakt. Dann brauchen wir nochmal 12 Nägel. Umständlich gerade. So. Und 20 Bretter waren es insgesamt, ne? War schon mal 16. Oh, passt ja. Zack. So, was noch? Hammer. Hammer brauchen wir auch noch, klar. Dann legen wir einfach schon mal unseren Speer hier zurück in der Zeit, obwohl das ist eine Nahkampfwaffe. Hallo. Oh, obwohl, die ist eigentlich so halb, ne? Sowohl Nahkampf als auch Fernkampfwaffe. Ein Hämmerchen. So. Dann huschen wir nochmal da hoch. Hunger, Durst, sieht gut aus. Mal zu, die Luke. Oh, sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, es sieht auch gut aus, wenn er da alles abgeholzt hat. Da sieht man ein bisschen mehr. Warum ich jetzt bei uns in der Umgebung die Bäume noch nicht weg haben möchte. Ich möchte halt noch hier Bauoptionen für das Baumhaus offen halten. Lag da gerade ein Branch? Nee. Okay. Dann lassen wir so. So, einmal Spahichern. So, wir warten noch, bis das Safe Camp vollständig ist. Los geht das. Erstaunlicherweise kein Nebel noch. Dann kommt er bestimmt dann, wenn wir gerade fertig gebaut haben. Ne? Würde mich nicht wundern. Oh, sieht aber gut aus. Wow! Komplett ohne Nebel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ihr kommt jetzt alle mal hierher. Gott, auf jeden Fall. Du. Arbeit. Ey, nicht unterbrechen hier. Bleiben Sie bitte drin. Bleiben Sie bitte drin. Okay, nächster Versuch. Du. Achso, zeig mir mal dein Inventar. Stimmt, da war noch was. Vom letzten Mal noch. Dann nehmen wir die gleich mal mit.
Muss ich jetzt leider umständlicherweise so machen. Hier gibt es leider noch kein alles looten Knopf. Nein, den Hammer möchte ich behalten, aber danke. Cool wäre es ja noch, wenn man ihm eine Säge in die Hand drückt, zum Beispiel, dass er dann anfängt zu sägen. Oder man gibt ihm einen Hammer, er fängt an, Sachen fertig zu bauen und so weiter und so fort. Das wäre schon ganz cool. Sag bloß jetzt fängt Nebel an. Scott! So, bitte? Mann! Echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass das dann immer abbricht, wenn man zur Seite guckt. Tatsache, jetzt fängt der Nebel an. Auch irgendwie witzig. So, viel Spaß, lieber Scott. Ich gehe mal drüben weitermachen. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Dann müssen wir jetzt irgendwie noch den Nebel überstehen. Vorher möchte ich aber noch versuchen, Auto rauszufahren und ich habe schon dummerweise gespeichert. Ja, problemfrei, möchte ich meinen. Okay. Die Fahrt hat sich auch schon gelohnt. Legen wir jetzt noch schnell hier die Hölzer hin. Und die ganzen Hölzer, die ihr da jetzt wegholzt, bin ich ganz ehrlich, die lasse ich dann da liegen. Mir geht es wirklich nur noch um die Branches im Moment. Wir haben so viel Bauholz. Ist der Hammer. Alliop. Ja, wir haben wieder Durst. Hunger hätten wir auch. Machen wir uns gleich mal zwei Dinger hier weg. Und trinke erstmal einen kleinen Schluck. Ich sehe gerade, die Fertigübung ist gar nicht vollkommen erholt, obwohl wir so viel geschlafen haben. Ach so, ja klar, wir haben ja 8 Stunden am Stück das Haus gebaut. Stimmt. Na, werde ich sogar noch einen dritten brauchen, aber wir müssen bald echt wieder jagen gehen, wenn das so weitergeht. Ja, moin! Wo sind Sie denn und wo sind Sie? Hello? Der wird neben der Hütte stehen. Im Wasser wieder. Ja, da ist er doch. Ja, fein. So, Klappe jetzt hier. Möchte gerne in Ruhe bauen. Oh! Endlich mal wieder Antibiotika! Dachte schon, wir werden nie wieder welche haben. Wo hatte ich nochmal die Ersatzantibiotika hingelegt? Weiß das einer? Die Federn auf jeden Fall. Da könnten wir doch eigentlich schon wieder eine Ladung Sticks machen, damit wir das hier noch schneller überwinden, zeitlich. Und dann denke ich mal, gucken wir langsam mal wieder nach dem Hammer. Zum Craften. Hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. Da hat jemand den Türsummer gedrückt. Und der ist sehr, sehr laut. Ist noch jemand? Nicht? Gut. Dann mache ich hier weiter. 31. Was habe ich gesagt? 50 brauchen wir? Haben wir schon mal einen guten Teil. Mal eine Stunde. Aber es wird nicht ganz reichen, um den Nebel zu überbrücken, ne? Nö. Aber fast. Moin! Du da, hallo, hier, Linker. Gefährlich, Robin, gefährlich. Nicht, dass du dich hier zwischen festpackst. Gut, nur wenn der nicht will, dann will ich auch nicht. Sonst noch jemand? Okay, ich habe gerade eher das Gefühl, dass der Nebel immer dichter wird. Oh, trinken vergessen. So. Das Werkzeug schon herstellen? Nee, noch nicht, ne? Also den Hammer meine ich. Nee, das war drüben in der Schmiede. Würde es ja auch cool finden, wenn man die Basic Wooden Arrows wieder ganz normal als Sticks verwenden könnte. Soweit ich weiß, geht das nicht. Na gut. Dann gucken wir mal wieder ein bisschen nach unserem Schnapperich hier. Eigentlich auch schon einiges. Könnten aber noch mal eine Ladung machen. Wisst ihr was? Warum eigentlich nicht? Vorher sagen wir noch dem Herrn hier guten Tag. Ja, da guckst du, wie dein Kumpel da liegt, oder? Irgendwo noch einer?
Da ist doch tatsächlich die halbe Stunde schon wieder rum. Heute machen wir ein bisschen Überlänge. Die heutige Folge ist gerade schon am Upload. Wird minimal später online gehen. Dafür schon mal nachträglich Entschuldigung. Dann brauchst du diesmal nicht in die Kommentare schreiben, sodass irgendjemand wieder schreibt, Hauptsache sie kommt. Ich habe doch noch einen gehört. Wo ist denn der? Zack. Schon drei Schränke voll mit Essen. Verdammt. Ich glaube, bevor wir das nächste Mal jagen gehen für Essen, sollten wir erstmal zwei Schränke leer machen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ansonsten vergammelt uns das Zeug einfach noch mit der Zeit. Wäre natürlich auch ein bisschen doof. Ja. Schnapperig wollte er machen. Haben wir noch Feuerholz hier? Nö, können wir aber schnell machen. Axt haben wir bei? Nö. War doch tatsächlich keine Axt dabei. Ist ja eine Sauerei. Apropos Axt. Der Hautklotz. Den habe ich immer noch nicht gebaut, was natürlich doof ist. Auch zwei Stämme. Ah. Kriegen wir hin. Mal kurz ein bisschen umräumen hier. So. Na? Dann haben wir hier unsere richtig schöne Holzecke sozusagen. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Da ist er. So. Brauchen wir noch den zweiten hier. Da müssen wir ganz kurz rüberrennen und nochmal Holz holen. Ach, ich habe noch im Auto die andere. Stimmt. Aber siehst du, dann können wir die auch gleich mal nehmen. Und dann haben wir sie wieder da, wo sie hingehört. Ich habe noch irgendwas so um die 20% oder so von der Axt, die im Auto liegt. Ich total vergessen. Und da ist der Nebel vorbei. Gut, dann können wir noch ein bisschen was schaffen heute. Dachte schon, die Texturen laden nicht. Nee, komm, setz mal nochmal zusammen eine Runde Schnaps auf. Zack, zack, zack. Zack, machen wir mal ein bisschen mehr. Oh, das sieht aber cool aus, gerade mit dem Licht. Richtig unheimlich, ne? Gefällt mir. Das heilige Haus. Oh. Oh, was? Wo kommst du her? Der Nebel ist weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nochmal ein schöner Jumpscare zum Ende. Herrlich. Blöder Typ. Oh, why not? Hier ist. Ja, okay, es ist noch Nebel da. Entschuldigung. Alles okay. Ich habe nichts gesagt. Nein, keinen einzigen Ton habe ich gesagt. Kriegt man dadurch mehr raus? Tatsache. Hätte ich mal schon deutlich früher machen müssen. Aber wirklich deutlich mehr. Ach komm, machen wir gleich alle. Haben wir erstmal wieder ordentlich Feuerholz. So, dann brauchen wir natürlich noch die Dinger und die Dinger. Wasser wäre noch praktisch, habe ich mir sagen lassen. Komm mal mit. Aber eigentlich stimmt. Ich habe ja auch gesagt, ich wollte davon auch nochmal aufsetzen. Doch, dann machen wir jetzt einfach alles einmal durch, ne? Nochmal Wasser aufsetzen, Schnaps aufsetzen. Why not? Nein, nein, bist du des Wahnsinns? Abbruch, Abbruch, nein! Ich habe F gedrückt und nicht V. Mann, zum Glück haben wir Antibiotika. Zwar nicht viel, fast 40, glaube ich, aber zum Glück haben wir sie. Verdammt. Ach nee, ey. So, der brauchte, wie viel nochmal? Einmal 10 Liter, wa? Mehr nicht. Genau. Mehr passt auch nicht rein. Die Schnapsen müssen wir nochmal rausnehmen hier. So. So, hier, viel Spaß. Ach, stimmt ja, für die brauchen wir ja gar kein Feuerzeug hier. So, noch einmal auffüllen. Mit V.
dann füllst du es hier schön rein. Allihop. Und allihop. Und eigentlich könnte man, man muss es ja nicht immer wegschütten, man könnte den Rest jetzt einfach mal hier drin lassen. Zack. Fürs nächste Mal. Muss man nicht immer wegschütten, finde ich. Wenn man schon zwei Eimer hat, kann man die auch so verwenden. Das finde ich ja wirklich wunderbar mit dem Outlots. Hätte ich schon mal deutlich früher machen müssen. Habe ich total vergessen. Ja, man sollte den Eimer auch drin liegen lassen, ne? Sonst wird das nichts. Ach, das geht gar nicht, wenn es destilliert. Ah, okay, dann... Pass auf, wir tauschen die aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, kleines bisschen aufräumen noch. Die Axt wieder zurück. Das müssen wir auch noch wegräumen, dann haben wir hiervon wieder einiges. Ah, haben wir schon die Lebensmittelvergiftung gekriegt? Tatsache. Ah, noch ist er aber nicht offiziell. Hm, na gut. Na. Geht doch. Aber so langsam geben wir nämlich die Schmerzmittel aus. Finden ja auch kaum welche. Und dementsprechend können wir uns dann mit dem Schnaps die Verletzungen so ein bisschen wegheilen. Wow, wow, wow. Eigentlich wollte ich mit euch zusammen noch schütten, aber ich glaube, das mache ich gleich mal offscreen. Wenigstens die erste Ladung. Dann werden wir nochmal schön Holz herstellen. Nägel müssen wir noch herstellen. Dafür brauchen wir wieder Components. 30 Stück. Mal gucken, ob wir die noch haben. Aber das ist eine Sache für die morgige Folge. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt die Nacht ausnahmsweise mal ohne euch verbringen. Und dann sehen wir uns an Tag 52 in aller Früh. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie gesagt. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen wieder rein. Ciao.